Am 15. November wurde die Schweriner Wissenschaftswoche 2021 mit einem Livestream über den YouTube-Kanal von TV Schwerin eröffnet. Dr. Joachim Wegrath, Vorsitzender des Vereins der Förderer Hochschulen Schwerin, umriss das Thema der Wissenschaftswoche, in deren Fokus die Bioökonomie stand. IHK-Präsident Matthias Beke umriss in seinem Grußwort die Potenziale des Wirtschaftszweiges für die Zukunft der Region. Im Rahmen der Eröffnung wurde der Innovationspreis 2020 nachträglich verliehen. Preisträger und Gratulanten waren über Zoom zugeschaltet. Die von den Stadtwerken Schwerin gestifteten Preise gingen an Belana Joy Schulz, Absolventin der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit, Campus Schwerin, für ihre Arbeit über den Fachkräftemangel in der Medizin. An Seta Reza Tippi, Absolventin der Hochschule Wismar, für ihre Masterarbeit über den Wirtschaftsfaktor Kinderarbeit. Und an Jan-Henrik Hönk, ebenfalls Absolvent der Hochschule Wismar, für seine Masterarbeit zum Thema produktive Stadt. Zusammen wachsen. In einem Vortrag erläuterte Professor Dr. Jane Porath von der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit Campus Schwerin die Ergebnisse der Arbeit des Zukunftsrates Mecklenburg-Vorpommern. Die Landesregierung hat diesen von September 2020 bis März 2021 einberufen. In der anschließenden Diskussion beantwortete Jane Porath Fragen des Livestream-Publikums. Veranstaltungen der Wissenschaftswoche können noch bis zum 19. November online und in Präsenz besucht werden. Mehr Informationen unter der eingeblendeten Adresse. Auch der YouTube-Stream von TV Schwerin zur Eröffnungsveranstaltung ist nachträglich abrufbar.